Ich sage hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 22. plötzlich digital Sprechstunde. Mein Name ist Johannes, ich bin von der Stiftung Bürgermut und dort im Programm D3 SOGI Digital. Und erstmal herzlich willkommen im neuen Jahr. Wie bereits gesagt, ich hoffe, ihr hattet alle wunderschöne Feiertage, konntet euch etwas entspannen und seid auch gut ins neue Jahr gekommen. Und zu der Sprechstunde selbst für gegebenenfalls neue Teilnehmer, die hinzugekommen sind, ist ein Angebot von der Stiftung Bürgermut, dort das Programm D3 SOGI Digital und Open Transfer und von CoralAid e.V. als auch Go Volunteer. Also sprich über Organisationsgrenzen hinweg haben wir uns zu Beginn 2020 zusammengetan und uns dieses Format ausgedacht. Und innerhalb der nächsten 45 Minuten möchte ich euch heute das Tool Olive vorstellen. Das ist ein Video-Editor, aber auch insgesamt zum Format der Sprechstunde, weil es heute auch schon die 22. ist. Es werden immer verschiedene Tools und digitale Alltagshelfer hier vorgestellt im 2-Wochen-Takt. Und was bereits alles passiert ist, das findet ihr auf der folgenden Seite, die ich euch jetzt mal hier zu Beginn schon mal in den Chat gebe. Da könnt ihr bereits sehen, was in den 21 Sprechstunden davor passiert ist. Dort kriegt ihr eine ganze Übersicht. Es gab Slack, Microsoft Teams, HumHub, eine sehr vielfältige Palette, wie bereits gesagt, an digitalen Anwendungsmitteln, die euch den Alltag hoffentlich erleichtern. Und da findet ihr auch jeweils den Link zu der Aufzeichnung, sprich, das hier wird gerade aufgezeichnet, sodass ihr euch im Nachgang das auch noch in Ruhe anschauen könnt. Und da wir uns jetzt auch zu Beginn eines neuen Jahres befinden, möchte ich hier auch noch mal ganz offen aussprechen, die Sprechstunde richtet sich nicht nach unseren Vorstellungen, sondern wir möchten das anbieten, was euch in eurem Alltag, in eurer Arbeit am besten unterstützt oder wo ihr gegebenenfalls Unterstützung benötigt. Also falls es Tools gibt oder ihr Themen habt, die ihr gerne mal hier besprechen möchtet, schreibt sie uns gerne. Und hierzu gibt es nämlich auch den Slack Workspace der plötzlich Digitalsprechstunde. Den Link findet ihr auf der eben geposteten Seite. Und dort könnt ihr auch direkt mit uns in Interaktion treten und könnt direkt auch sagen, ich hätte gerne mal etwas zu, ich muss gerade mal überlegen, was wir vielleicht noch nicht hatten. Grafikgestaltung hatten wir schon, Datenanalyse hatten wir auch schon, aber sei es jetzt Excel oder Ähnliches. Also wir sind da ganz offen, ihr könnt uns das einfach mitteilen, was ihr gerne haben möchtet. Genau. Wie bereits gesagt, heute gucken wir uns den Olive Video Editor an und in 2 Wochen steht auch schon bereits das Thema fest, was uns sehr freut, dass Karin Wind, welche uns schon seit Beginn der Sprechstunde sehr eng verbunden ist und hier begleitet, das Thema SEO, also sprich Suchmaschinenoptimierung, vorstellen wird. Und genau, da geht es in 2 Wochen darum, wie eure Angebote besser über Suchmaschinen gefunden werden können. Man kann auch einen Schluck trinken. Und genau. Notfall-Apps für Smartphones. Super, das ist ein sehr guter Input. Das nehme ich auch mal direkt mit. Vielen Dank, Bärbel. Und genau, das ist das Thema schon mal für die 2. Woche. Und ansonsten, lasst uns gerne wissen, schreibt uns eine E-Mail oder kommt auf den Slack Workspace und tauscht euch aus. Und hier auch das Angebot, wenn es jetzt Fragen in der Sprechstunde gibt, die nicht geklärt werden können, ist Slack wirklich der Ort, wo ich dann auch oder auch die anderen Expertinnen zur Verfügung stehen, um eure Fragen zu klären. Genau, das wäre es zum Intro. Und an dieser Stelle Google Grants, super Thema, auf jeden Fall. Das nehme ich mal auf jeden Fall auch für uns selbst mit auf. Sehr gut, vielen Dank. An dieser Stelle, wir sind jetzt hier gerade, ihr seht es nicht, in etwa 20 Zuschauende. Also wir sind eine kleine Runde. Ich würde es jetzt so machen, ihr könnt während der Vorstellung von Olive gerne alle Fragen in den Chat posten. Und wenn ich mit der Kurzvorstellung fertig bin,
würde ich es so handhaben, dass ich euch an dieser Stelle hochstufe und wir dann direkt die Fragen hier auch direkt verbal klären können. Also das Angebot an euch. Von daher könnt ihr aber auch während der Sprechstunde schon mal alle Fragen in den Chat posten. Und wenn ich mit der Vorstellung fertig bin, stufe ich hoch für die Fragen, die es dann geben wird. Genau, ich teile jetzt mal meinen Bildschirm und nehme euch mal. Genau, das ist sehr gut, was gerade auch nochmal Bärbel geschrieben hat, auch an die neu dazugekommenen. Ihr habt, wenn ihr eine Nachricht schreibt, innerhalb von Zoom gibt es das Dropdown Zuschauer und Diskussionsteilnehmer und Zuschauer. Das bitte auswählen, dann sehen auch direkt alle Personen, was ihr gerade geschrieben habt. Genau. So, ich werde heute euch etwas mitnehmen auf die Entdeckungsreise in die Open, zu einem Open Source Tool namens Oliv. Und Oliv ist ein Open Source Video Editor, sprich, könnt ihr kostenfrei auf olivvideoeditor.org herunterladen. Also sprich, hier beginnt für euch dann auch der Dreh- und Angelpunkt, die Reise, wenn ihr ein paar Videos bearbeiten möchtet. Und es geht ganz automatisch, ganz einfach über die Funktion GetOliv. Und hier gibt es für jegliches Betriebssystem die Version zum Herunterladen. Hier schon mal, falls es zu Verwirrung später vielleicht bei euch führt, es gibt hier zwei Versionen, Oliv 0.1 unsupported und 0.2 nightly builds. Das ist hier oben auch nochmal erklärt. 0.1 wird jetzt nicht mehr aktiv unterstützt, ist aber auf jeden Fall noch bis zu dato die stabilere Version. Wie auch hier geschrieben, 0.2 wird gerade entwickelt. Hier kommt es auch hin und wieder zu Abstürzen. Und an dieser Stelle würde ich euch, wie ich es auch selber gerade aktuell mache, die Version 0.1 empfehlen, mit der ihr auch am besten arbeiten könnt. Genau. Könnt ihr euch hier herunterladen und es ist eine sehr kleine Datei. Das ist der Vorteil auf jeden Fall auch, wenn Personen vielleicht schon mal mit anderen Videoschnittprogrammen gearbeitet haben. Die sind meistens sehr groß, sehr datenintensiv und an dieser Stelle Oliv ist auf jeden Fall ein sehr datensparsames Programm. Genau, würde ich direkt auch runterladen. Ich habe es jetzt schon mal gemacht, aber ich denke, dass ein Programm installieren. Gerade bei Oliv gibt es hier auch direkt die einmal die Installer-Datei, sprich, es ist eine .exe, die ihr einfach mit einem Doppelklick ausführen müsst, oder eine ZIP-Datei, die ihr nochmal auspackt und da drin befindet sich dann die Exe, genau die ausführbare, das ausführbare Programm. Ich habe die schon mal gemacht und wenn ihr dann Oliv öffnet, erscheint folgende Übersicht. Und hier zu Beginn bei Oliv ist das Gute, dass wir das auch direkt in Deutsch nutzen können. Und dazu geht ihr einfach auf Werkzeuge zu Beginn. Ich habe es jetzt schon auf Deutsch eingestellt. Wenn es Englisch ist, wird es höchstwahrscheinlich Tools lauten. Genau. Ihr geht auf Tools, Preferences und auf Deutsch. Genau. Jetzt muss ich gerade schauen, Nachrichten im Chat, weil ich den Bildschirm geteilt habe, sind für mich sehr schwer gerade zu lesen, aber ich versuche es gerade nochmal. Nicht streamen. Okay, das war ein Themenvorschlag. E-Mail-System, Newsletter. Vielen Dank, Michael. Das ist auch mitnotiert und wird in die Planung mit eingebracht. Also 2021 haben schon mal viele Themen von euch gesetzt. Da finden wir bestimmt auch jemanden. Genau. Wir waren jetzt bei Beginn. Die Übersicht, wie gesagt, sieht so aus. Ihr könnt die Sprache auf Deutsch stellen, was ich jetzt auch schon mal gemacht habe, über Tools, Preferences bzw. Werkzeuge, Einstellungen und habt diese Übersicht. Eine kurze Erklärung. Hier links oben befindet sich sogenanntes Projekt. Das ist, da fügt ihr eure Daten hinzu.
Effekte, das sehen wir dann später. Dort können die Bearbeitung an den jeweils hinzugefügten Daten und bearbeiteten Punkten hinzufügen. Und der Sequence Viewer ist, zeigt euch an, was ihr gerade bearbeitet. Und hier unten komplett durchgehend ist die Bearbeitungsleiste. Und ich freue mich, diesen Satz zu sagen. Ich hatte auch schon mal was vorbereitet für euch und das kann euch direkt auch den Weg aufzeigen. Also ihr möchtet natürlich ein paar Videos wahrscheinlich bearbeiten und das funktioniert. Ihr geht hier mit Rechtsklick importieren und geht dann auf eine Videodatei, die ich euch hier jetzt schon mal hinzugefügt habe. Er lädt das Video. Ihr seht auch direkt, okay, wir haben hier ein Video von 4 Minuten 23. Das hier könnt ihr dann einfach nehmen und Track and Drop, ihr seht es, in diese Bearbeitungsleiste hereinziehen. So, was wir jetzt sehen, ist eine Videospur und eine Tonspur. Und wie gesagt, hier sieht man jetzt auch schon mal rechts, das ist jetzt unser Weihnachtsvideo. Seht ihr schon mal rechts, was dort alles passiert. Genau. So, und jetzt muss ich diesen Zoom auf Seite schieben. Jetzt ist besser. Für die bessere Übersicht, hier ist es jetzt, ist es ein 4 Minuten langes Video. Falls es jetzt mehrere Videos sind, ihr seht, das ist sehr lange, um durchzuscrollen. Kann ich empfehlen, zu Beginn für vielleicht einen Grobschnitt oder Ähnliches, sich das mal hier unten auf der Leiste einmal hier draufklicken, drüber fahren, dann bekommt diese Doppelmaus. Ihr könnt es euch kleiner ziehen und kleiner ziehen und kleiner ziehen, so dass ihr es dann auch mal frei bewegen könnt. Und jetzt seht ihr schon, okay, ich kann das Video hier frei bewegen und habe hier etwas Freiraum auch und sehe das auch direkt alles vor mir. So. Und was ihr höchstwahrscheinlich machen möchtet, ist wahrscheinlich Dinge aus Videos herausschneiden, Videos zusammenfügen. Und von daher würde ich euch jetzt zu Beginn mal zwei Möglichkeiten vorstellen, wie ihr innerhalb von Olive Videos schneiden könnt. Und sehr intuitiv zu bedienen, das ist das Schöne an Olive. Und es gibt die erste Möglichkeit, da können wir jetzt einfach mal hier in das Video reinschauen. Das ist das Weihnachtsvideo, was wir im Team aufgenommen haben. Wir gehen hier zu Beginn. Wir sehen hier oben ist einfach auch immer der rote Faden zeigt uns an, wo wir gerade stehen. Wir können einfach mit der Leertaste, das ist auch sehr schön, mit der Leertaste auf Play gehen. Da fängt es automatisch an zu spielen oder wir klicken hier automatisch. Ich würde empfehlen, einfach mit der Leertaste, weil dann kann man sehr schnell starten und stoppen. Und wir gehen wieder zu Beginn und starten jetzt einfach mal die ersten Sekunden und dann können wir mal gucken, was wir da vielleicht wegschneiden können. 2020 war. So, ihr seht, es war noch eine atemberaubende Regieanweisung meinerseits, die jetzt ungefähr an diesem Punkt hier endet. Auch wieder eine gute Möglichkeit, hier Tastenkürzel. Wenn ihr gestoppt seid, könnt ihr mit den Pfeiltasten sehr stark die Frames, also einzelne Bildausschnitte, links und rechts hin und her bewegen. Also wenn ich jetzt hier mehrmals nach rechts drücke, seht ihr, das bewegt sich sehr langsam. Also ich kann sehr fein auswählen, wo soll ich jetzt hier schneiden. Und was ich jetzt einfach mal gerne machen würde und euch zeigen würde, zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Hier zurück, sehe noch meine liebe Kollegin, die Friederike, sehe sie weiterhin, sehe sie. Also ich mache das mal sehr fein mit den Pfeiltasten und da sehe ich mich jetzt. Und da Narzissmus nicht was Schönes ist, zeige ich euch jetzt mal direkt, wie ich mich selber wegschneiden könnte. Sehr leichte und einfache Methode ist das Schneidewerkzeug C in Klammern, bedeutet direkt Tastenkürzel auch mit. Und ich glaube, die hat man auch sehr schnell gelernt. Wir können hier draufklicken und wir haben diese Rasierklinge. Und wenn wir jetzt hier drüber fahren, seht ihr, es gleicht sich direkt auch an dem Punkt an, wo ich gerade auch das Video gestoppt habe. Ich gehe drauf, klicke mit der Maus und habe jetzt hier einen Schnitt. Und brauche jetzt diese Rasierklinge nicht, will jetzt wieder meine normale Maus haben, gehe auf das
die Übersetzung ist manchmal etwas merkwürdig noch. Gehe auf das Pointer-Werkzeug, also auf normale Maus, oder drücke V. Ich drücke V und sehe, jetzt habe ich hier ein kleines Video abgeschnitten von den normalen Schnick. Also ihr seht es hier. Es ist abgeschnitten. Ich kann das jetzt auswählen. Ich sollte das jetzt eigentlich auswählen können. Das ist der Vorführeffekt, ganz klassisch. Und möchte dieses Stück jetzt weghaben. Da kann man sehr viel üben davor und dann funktioniert es dann nicht. Und ich gehe mal gerade darüber. Jetzt habe ich auch keine Nachricht im Chat. Vielleicht kann ich die mal kurz auch anschauen. Windgeräusche rausschneiden kann. Ja, das kriegen wir auch gleich hin. Wir schauen jetzt mal gerade, warum der klassische Vorführeffekt stattfindet. Ich habe mich hier rausgeschnitten. Schneide ich nochmal. Okay. Einen Moment. Ja. Okay. Wir haben es gleich geregelt auch. Auf jeden Fall könnte ich jetzt, wir machen es mal gerade von vorne. Ich hole mal gerade das Video raus, ziehe es mir nochmal rein und gehe nochmal an die Stellen etwa. Ausgewählt, V ausgewählt. So, Dankeschön. Jetzt habe ich hier, seht ihr, ich weiß nicht, warum es jetzt nicht beim ersten Mal funktioniert hat. Also, es ist eine Open-Source-Version. Manchmal kommt es hier wirklich, muss man auch neu starten. Also, das liegt jetzt nicht immer nur an Anwender. Auf jeden Fall haben wir es jetzt so geschafft. Wir haben mich rausgeschnitten. Und hier kommt jetzt meine liebe Kollegin Friederike direkt, sodass meine toller Regieklatsche einfach raus ist. So, das wäre jetzt die erste Möglichkeit, also sprich nochmal zur Wiederholung. Schneidewerkzeug, entweder draufklicken oder einfach C drücken und dann habt ihr direkt wie, also ich drücke jetzt einfach nur C, dann ist die Rasierklinge da und wenn ich jetzt V drücke, habe ich wieder meine Maus. Das wäre die erste Möglichkeit, um Punkte, gewisse Dinge wegzuschneiden. Und die zweite Möglichkeit, ich gehe mal auf Steuerung Z für Bearbeiten rückgängig. Die zweite Möglichkeit ist, wenn ihr leicht mit der Maus zu Beginn des Videos drüber fahrt, seht ihr dieses Symbol, dieses Doppelpfeil, Einklammer, Großklammer, Ausklammern-Symbol. Und dann könnt ihr einfach drücken und könnt das Video so ziehen, wie ihr möchtet. Oh. Und dann können wir mal schauen, ob ich das gut gemacht habe. 2020. Das ist ein bisschen was. Und dann kann ich das so nachziehen. Und jetzt ist es eben auch. Also man kann dort beide Wege wählen. Ich bin jetzt von Haus aus, das hier ist alles sehr stark autodidaktisch. Also bitte vergebt mir, falls ich jetzt keine Fachbegriffe oder euch intensiv alles erklären kann. Das ist auch autodidaktisch. Es gibt 1000 Videos auch dazu. Es ist eine sehr schöne Community hinter den Oliv. Falls ich das nicht alles beantworten kann. Also bitte Nachsicht. Genau. Und also das waren die zwei Möglichkeiten, die es gibt, um halt eben Videos anzupassen, zu schneiden. Und genau. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, was immer sehr schön ist, finde ich persönlich, das hier ist jetzt, das sind Zoom-Aufnahmen. Das kommt ja häufig jetzt vor, auch in den Monaten, die wir durchleben, leider Gottes, dass wir sehr viel in Zoom sind und Referierende dort sehr schöne Keynotes geben. Und wenn man diese aufzeichnet, sieht man hier, sind diese Bilder immer sehr groß. Und was manchmal etwas
groß sein könnte. Und da gibt es, und das finde ich eine sehr schöne Funktion von Oliv und gibt es auch in anderen Video-Editern, kann man das sehr leicht skalieren. Und hier kommen wir nämlich jetzt auch schon in das Fenster. Ach, wenn man zu dem Bildschirm teilt, Entschuldigung, ist immer diese blöde. Ja, sieht man hier das Fenster Videoeffekte. Das kann man also sprich skalieren, bedeutet größer, kleiner machen. Kann ich jetzt hier, seht ihr schon, meine liebe Kollegin, Sanas wird kleiner und kleiner. Wenn ich hier einfach draufklicke und links und rechts mich bewege, wir gehen mal wieder auf 100, eingebe, ich gehe mal wieder auf 100%. Kann das aber auch, was sehr schön und sehr intuitiv ist, hier rechts direkt im Bild praktisch einfach selbst machen. Also sprich hier oben an den Pfeilen. Und kann sie jetzt, was hin und wieder schön gut ist, sie mal einfach hier rechts hinsetzen. So, dass es dann einfach etwas kleiner ist. Jetzt kommt wieder eine Nachricht in den Chat. Ich schaue kurz rein. Hi. Hi. Ja, da kommen wir auch gleich zu Tonspur und Musik. Ich schaue mal gerade, wir haben auch schon 20 Nachrichten. Machen wir mal etwas schneller. Genau, also man kann hier das Video kleiner skalieren. Also was wir jetzt schon mal gelernt haben, wie Schnitt geht. Jetzt wissen wir, okay, ich kann jetzt das hier ein bisschen kleiner machen. Und was jetzt nicht so schön ist, jetzt ist sie automatisch ist immer ein schwarzer Hintergrund zu sehen, das natürlich jetzt nicht so toll ist. Was natürlich jetzt schöner wäre, also wenn man jetzt beispielsweise Grafiken hätte von oder eine Folie oder ähnliches, dass man das auf einen anderen Hintergrund macht. Und da haben wir uns einfach mal bei Unsplash, habe ich mir was runtergeladen und das kann ich jetzt auch einfach mal öffnen. Das ist Grafik 2. Ziehe mir das hier auch einfach runter. Hier habt ihr mehrere Spuren. Ziehe mir das jetzt mal hier drauf und dann kann ich auch direkt den Sinn der Spuren erklären. So, wir starten jetzt wieder das Video. Wenn Oliv jetzt nicht abgestürzt ist. Oder mein ganzer Computer. Nein. So, wir starten das Video und hier seht ihr die Grafik. 20 war für uns. Und hört den Ton im Hintergrund. Und zwar müsst ihr euch so vorstellen, dass hier ist die Blickrichtung. Zuerst kommt die Grafik, dann kommt das Video. Die Grafik ist überlagert gerade das Video. Um das zu ändern, ist es ganz einfach. Ziehe ich das Video über die Grafik. Und dann seht ihr, Friederike ist in Space. Aber ich habe das Bild vorher gesehen, weil es ein sehr großes Bild ist. Klicke ich jetzt einfach mal auf das Bild. Das ist hier das Stück. Und skaliere das mal runter, weil das ist ein sehr großes Bild. Und skaliere. Und da haben wir es. Eine atemberaubende Landschaft und können jetzt, ja, es hakt gerade etwas, können das ein bisschen anpassen, also mit Skalierung, dass wir auch das schöne, den schönen Hintergrund sehen. Und wie gesagt, wir können es auch freihand machen, klicken drauf und ich kann gerade eure Nachrichten nicht sehen. Moment. Und sagen jetzt einfach mal, das hier könnte so stimmen. Na. So. Dann können wir sagen, wir nehmen uns Friederike und ziehen sie in etwa oben rechts ins Bild, so dass sie hier erscheint und dass auch der Rest oben erscheint. Und damit das auch die ganze Zeit hinter dem Video liegt, können wir jetzt einfach die Grafik Rechtsklick, weiterziehen und weiterziehen, sodass die Grafik die ganze Zeit hinter dem Bild ist. So, Sebastian, da komme ich auch nochmal, aber dann hat man das nicht so groß, weil wenn das jetzt in Zoom aufzeichnet, ist es schon sehr hoch skaliert. Es ist immer noch mal besser, wenn man dahinter, genau, wenn man dort hinter auch nochmal ein Bild liegt. Genau, die Fragen können wir gleich nochmal genau anschauen. Es gibt bei Oliv auch Vorlagen, die man frei verwenden kann. Also so, da müsste man auch nochmal schauen. Wollte einfach jetzt nochmal so die groben Funktionen, bevor man mit Vorlagen arbeitet, glaube ich, braucht man auch, müsste man auch verstehen, wie
Oliv die Funktionen ganz normal dahinter sind. Genau, es wurde jetzt schon mehrmals was zu Ton gefragt und ich finde es auch immer ganz nett, wenn ein Video mit Ton beginnt, also nicht nur der Ton des Videos selbst ist, vielleicht auch so einen kleinen Jingle hat. Auf freesounds.org von der Universität Madrid, die stellt dort eine sehr große Datenbank an allen möglichen Sounds zur Verfügung. Könnt ihr dort kostenfreie Soundschnipsel herunterladen und wir wählen jetzt mal, ich weiß jetzt nicht, was ist, wir wählen mal Musik 2 aus und haben sie jetzt hier in den Importordner und ziehen sie uns mal hier runter zu Beginn. Das hier ist die Audiospur, oben ist Tonspur, hier ist die Audiospur. Und atemberaubende Musik zu Beginn des Videos. Und so, dann startet das Video damit und es fängt mit Musik an. Da könnten wir sagen, okay, ich will aber auch, dass jetzt erstmal Musik kommt, um dass man auch schon mal etwas sieht. Und also sprich, dass man dass diese Musik hier so erscheint und wir hätten einen kleinen Audioeinspieler. Was mir jetzt hier noch nicht gefällt, und das ist auch eine Funktion, das sind sogenannte Übergänge, Transitions, dass das direkt sehr laut anfängt. Und das würde ich gerne etwas ändern. Dafür zoome ich mal rein und gehe hier auf dieses halbierte, ja, könnte ein Quadrat sein, auf dieses halbierte Quadrat. Und hier habt ihr, Dissolve könnt ihr erstmal, kommen wir gleich zu den Fades. Und da gibt es einen linearen, einen Exponential und einen Logarithmic Fade. Zurück im Mathematikunterricht, eine lineare Funktion, eine exponentielle Funktion und ich kann jetzt ein bisschen mit den Handzeichen eine logarithmische Funktion bedeutet, wie kommt die Lautstärke an? Also bedeutet, bei linear wird es gleichmäßig, bei exponentiell geht es, also verdoppelt sich die Lautstärke und ich würde jetzt hier einfach mal den exponentiellen Feld nehmen und dann seht ihr schon, wenn ich das ausgewählt habe, habe ich dieses Kreuz und gehe mal einfach auch zu Beginn des Videos und fange an zu ziehen. Das bedeutet, an dieser Stelle stelle ich jetzt diesen Fade ein. Ich gehe mal so ein bisschen bis hierhin und wähle wieder meine Maus aus. Und jetzt ist es so, wenn man ganz, ja, man sieht es jetzt wahrscheinlich nicht, aber im Hintergrund hat sich so eine leichte schwarze Linie ergeben, die zeigt, wie die Lautstärke kommt. Und jetzt schauen wir mal oder hören wir mal. Es ist jetzt schwierig zu erkennen, aber ich mache es nochmal raus. Es ist schon etwas langsamer, wird es laut. Okay, dann können wir das einfach mal ein bisschen in die Mitte in etwa ziehen, dass die Musik zu Beginn sich langsam steigert, in der Mitte das Maximum erreicht und selbiges möchte zum Ende haben, dass es langsam halt eben wieder rausgeht. Sprich, ich nehme wieder meinen exponentiellen Fade, gehe ans Ende des Videos und ziehe ihn hier auch einfach rein. Jetzt hat es etwas gehakt. Also wie gesagt, manchmal muss man etwas Geduld haben. Ziehe den auch bis in die Mitte, bedeutet es, geht hoch, bleibt laut und geht wieder runter. So hätte man halt eben ein Video, laut wird. Und dort dann leiser wird. Genau. Dann können wir wieder etwas rauszoomen. Und selbiges, wie gesagt, gibt es auch für Videos. Dort nennt sich das dann Fade. Cross-Dissolve. Das ist die einzige Funktion, die jetzt hier direkt vorgestellt ist. Dass sich das Bild nicht direkt wie hier direkt zu sehen ist, Friederike. Dass sie langsam erscheint. Das können wir direkt zeigen. Wir nehmen an den Cross-Dissolve und gehen hier so etwa bis dorthin. Und dann sehen wir, wir hören sie aufregend. Und langsam kommt sie rein. Oh, Entschuldigung. Genau.
kein Problem sein. Ne? Und so ist es halt eben auch bei Bildern, dass diese dann live hereinkommen. Genau. Und da möchte ich noch eine Sache sagen, zwei Sachen. Einen Punkt, wir möchten vielleicht einen Titel haben, den können wir auswählen über dieses Plus, Title, Titel. Und dann können wir den einfach hier, also man sieht jetzt einen kleinen weißen Punkt, den Titel hier hinziehen. So, und dann hätten wir jetzt auch einen Titel. Und wenn wir jetzt hier draufklicken, Title, kommt hier unter Videoeffekte, seht ihr Sample Text. Wenn ich jetzt auch hier drauf gehe, wird hier auch Sample Text angezeigt. Gehe ich auf Text bearbeiten. Oh, endlich wieder plötzlich digital. Ich bin auch in 3 Minuten durch und dann können wir alle Fragen direkt besprechen. Kann hier den Text noch bearbeiten, kann sagen, okay, ich möchte Montserrat Subrayada als Schrift wählen und habe jetzt hier klassisch, statisch einen Titel des Videos. Damit dieser vielleicht auch nicht direkt zu sehen ist, sondern reinfliegt, würde ich euch noch kurz die Funktion des ja, Keyframes erklären. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes, wie ist das Verhalten zu gewissen Zeitpunkten des Videos, dieses Elements. Also ich wähle hier den Titel und kann ihn hier wieder unter dem Punkt Skalierung, also sprich, kann ihn größer, kleiner machen. Machen wir mal einfach wieder ein bisschen größer, kleiner. Kann hier aber auch rechts aktivieren, Keyframes aktivieren. Das machen wir jetzt mal. Keyframes aktivieren bedeutet, er behält sich zu diesem Zeitpunkt des Videos diesen Wert. Und damit wir zu Beginn erstmal nicht die Überschrift sehen können, gehen wir mal Position und ziehen hier einfach linken Wert mal ganz nach links, bis die Überschrift aus dem Bild ist. Aus dem Bild ist. So, jetzt ist die Überschrift aus dem Bild. Wir drücken Play oder die Leertaste. Es fährt weiter. Und jetzt möchte ich aber, dass an diesem Zeitpunkt meine Überschrift da ist. Also, dass sie hier von links ins Bild reinkommt. Und dazu wähle ich jetzt hier einfach, man sieht, hier hat sich der Balken, das erste Keyframe, weiter bewegt. Und jetzt möchte ich Position wieder zum Original zurücksetzen. Und sprich, ich hole mir die Überschrift wieder. Und ziehe sie einfach bis zu dem Punkt, an dem ich sie gerne an der Stelle des Videos hätte. Und habe sie jetzt, machen wir noch etwas, so circa hier hin. Und habe sie jetzt in die Mitte gesetzt. Und das kann ich euch auch jetzt direkt zeigen. Wir drücken Play. Und dann haben wir das auch hier in die Mitte reingezogen. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Tabula Rasa, damit alles nachher auch schön aussieht. Und wenn wir das exportieren, kann man das jetzt hier sehr einfach diese Punkte auswählen und aneinander ziehen alles. Und dann, wenn alles zusammengezogen ist, mit der Maus, wie ihr es möchtet, keine Leerstellen hier entstehen, dann könnt ihr auf Datei exportieren gehen. Und wählt hier das Format aus, das ihr möchtet. Ich würde jetzt hier in den Punkt MP4 empfehlen. Und Qualität. Und Qualität bedeutet, von 0 bis 50 ist hier die Skalierung. 0 ist geringe Qualität, bis 50 sehr hohe Qualität. Und ich habe in irgendeinem Blog mal gelesen, also dass in der Wert zwischen 15 und 20 empfehlenswert ist. Also kann man das auch nochmal nachlesen oder ihr könnt es auch zusammen nochmal in Slack uns beibringen. Könnte man hier einfach die Qualität auf 18 setzen und würde hier auf den Export gehen. Genau. Das war jetzt ein sehr schneller Einstieg.
Und ich würde an der Stelle, weil wir jetzt noch 10 Minuten haben, euch einfach die Möglichkeit geben, eure Fragen zu stellen. Und hierzu würde ich jetzt einfach mal kurz meine Bildschirmfreigabe stoppen.